Ja, guten Tag, meine lieben Zuhörer und Interessierte. Jetzt mache ich hier das Video, das versprochene Video auf das Kurzvideo, was ich heute Morgen gemacht habe. Und ich habe ja hier im Deutschlandfunk und hier im WDR2 jetzt auch noch mal gehört, dass Christian Lindner eine komplette Haushaltssperre über den ganzen Bereich erstmal verhängt hat. Jetzt muss debattiert werden, geprüft werden, weil ja jetzt das Bundesverfassungsgericht die 60 Milliarden gesperrt hat. Und jetzt auf Antrag der CDU, ne? Das muss man, ne? Es wird diskutiert, ob die CDU das jetzt schuld ist, dass wir jetzt mehr, dass kein Geld mehr da ist für die Strompreisbremse, für die Gaspreisbremse, das versprochene Geld für grünen Stahl und. Das ist jetzt die Riesendiskussion und ich habe auch die große Befürchtung, weil ja auch jetzt Streit in der Ampel passiert, dass hier, wie soll ich mal sagen, dass hier jetzt nächsten Monat vielleicht die Vertrauensfrage gestellt wird oder dass die FDP hinschmeißt oder die Grünen, weil das ja sowieso nicht zusammenpasst, weil jetzt der Herr Habeck möchte ja seine Projekte weiter durchsetzen und der sagt dann schon in der Tagesschau, dass auf die Deutschen, auf den deutschen Bürger höhere Strompreise und höhere Gaspreise kommen werden, weil ja jetzt das Geld fehlen würde. Und die CDU möchte jetzt auch noch den Doppelbums, was ja hier im Frühjahr hier vom Olaf Scholz da versprochen wurde, und die 100 Milliarden Sondervermögen. Also nochmal das Wort Sondervermögen sind ganz klar Schulden. Das sind also neue Schulden. Und wir haben im Grundgesetz stehen, es dürfen keine Neuverschuldung gemacht werden. Also diese schwarze Null und dass man dann nicht hier in diesen Schuldenberg reinkommt. Nur wenn man hier Amerika sieht, der Staat ist ja auch hoch verschuldet, die Schulden zahlt da gar keiner mehr zurück. Da machen wir uns doch mal ganz ehrlich. Wir müssen auch in die Zukunft investieren. Und wenn man hier sieht, die Investitionskosten vom Staat, die sind ja erschreckend klein. Ja, das ist ja hier. Erschreckend, wird hier wenig investiert. Schaut mal unsere Straßen an, schaut mal, wie unsere Polizei ausgerüstet ist. Viel zu wenig Beamte, hier zu wenig, da zu knapp. Schulen kaputt, Hochschulen zu knapp. Alles kaputt gespart und immer noch kaputt gespart. Und dann sagt man, man hat kein Geld. Es ist irgendwo unfassbar. Und wenn man dann sieht, wo denn hier das ganze Geld hingeht, für Entwicklungshilfe, für Schiene als Entwicklungshilfe, dann hier, wenn die alle, die Baerbocks, die Habecks, die Özdemirs und Scholz, wenn die alle durch die Weltgeschichte rumreisen, sind natürlich willkommene Gäste, solange die Geld mitbringen. Na, machen wir es doch mal ehrlich, wenn keine Spenden fließen oder kein Geld hier für Nigeria oder für Mali oder für Tunesien, Marokko, ne, das geht dann über die EU, da sind wir ja auch der größte Einzahler und wir müssen fast alle neuen Fachkräfte müssen wir aufnehmen und das kostet den deutschen Steuerzahler ja auch schon fast an die 30 Milliarden Euro im Jahr. Überleg mal, was das für Summen sind. Und dieses Geld fehlt natürlich woanders. Ja, also die ganzen Fachkräfte, das wird ja in bar ausgezahlt oder da verdienen ja wieder andere Leute dran. So Hotelbesitzer, Immobilienbesitzer und. Die verdienen an diesem ganzen System. Und der Bürger, der eigentlich arbeiten geht oder der einfache Rentner, der wird dann mit 900.000 Euro Rente abgespeist. Der weiß nicht, wie der die nächste Strom- oder Gasrechnung oder eventuell seine Miete bezahlen kann. Das ist der Trend. Da sage ich ja auch immer, in meinen letzten Videos hier fast von Anfang an, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer mehr werden. Und das ist der Trend momentan. Oh, ich mach mal hier mein Licht an. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen dunkel hier. Weil heute scheint ja keine Sonne. Sorry. Und ja, ich glaube, so seht ihr mich besser. Ne? Ja, so ist das momentan. Und der Trend geht ja hier weiter und die ganzen Klimaprojekte, wie jetzt will der Habeck ja 9000 Kilometer grünen Wasserstoff durch Deutschland bauen. Die einzelnen Städte müssen Fernwärmerohre bauen. Ist ja okay, ist ja die Zukunft. Ich bin ja nicht gegen Windparks und gegen Solaranlage. Die Technik ist ja okay. Nur die wird uns alleine nicht, das ist nicht grundlastfähig. Das sage ich ja auch in mehreren Videos, weil schaut mal heute raus. Heute scheint keine Sonne, heute scheint kein Wind, geht kaum Wind. Hier bei mir in Hilden, Düsseldorf, hier, ne? Mag ja woanders anders aussehen, aber die müssen sich ja alle drehen, die Windräder, damit einigermaßen hier 20, 30 Giga
ne, Stunden hier reinkommt. Ne? Aber wir brauchen ja viel mehr. Und besonders abends, da scheint ja mit Sicherheit keine Sonne, jetzt hier in den Winterzeiten. Da ist jetzt schon um 17 Uhr dunkel, keine Sonne, wenn kein Wind geht, da frage ich mich echt, wo kommt der Strom denn her? Oder wie teuer ist denn da der Strom? So, und wenn man denn sagen, wir machen aus den ganzen Gaskraftwerken, weil wir kaufen teures Gas hier von Amerika ein, das ist der dreifache Preis wie das russische Gas. Und dieser Preis, der wird ja auch umgelegt auf uns. Jetzt wurde das ja alles gedeckelt, aber jetzt bricht das alles hier weg, diese Versprechen, dieses Planen mit Geldern, die ja eigentlich gar nicht da sind. Machen wir es ja mal ehrlich, hier bauen die Grünen irgendwie Luftschlösser auf, die jetzt alle zu platzen beginnen. Das ist erst der Anfang. Und sollte der einzelne Bürger merken jetzt, sollten die wirklich die neuen Rechnungen, neue Abschläge kommen und die Unternehmen bekommen keine Subventionen in 2024, weil 23 ist gelaufen und die CDU möchte ja jetzt noch diesen Doppelwumms oder die 100 Milliarden, das ist ja auch alles Schulden finanziert, also Geld, was gar nicht da ist. Ja, da bin ich mal gespannt, weil Projekte vorschlagen, das konnten die Grünen, das können die Politiker generell gut. So, da kommt ja immer die Opposition, die Gegenseite, ja, und wie soll das finanziert werden? Wo nimmt der Staat denn die Geldeinnahmen her? Das geht entweder durch höhere Steuer, die Steuern erhöhen, ja? So, aber Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, da haben wir die wenigsten, das ist die wenigsten, Vermögensteuer ist komplett ausgesetzt seit 1997 und Erbschaftssteuer, glaube ich, nur 2% auf einen gewissen Freibetrag hat man ja dann noch. Die meisten von uns, die haben ja gar nicht mehr so viel zu vererben. Wer hat denn von uns 500.000 Barvermögen oder, ne, oder was vererbt wird? Ne? Die Reichen, ich nenne jetzt mal die super, super Reichen, die können ja tricksen, Gelder verschieben, dass der Staat da nicht drauf zugreifen kann. Da wird ja gesagt, der Staat kann mit Geld nicht umgehen. Das wird dann ausgegeben und. Ne? Damit mögen die ja recht haben. Sagen wir mal teilweise. Aber der Staat muss ja Einnahmen haben, um, ja, ja, wer hat denn, dann ist immer die Frage, wer hat denn da die Grünen gewählt? Die Grünen haben 15% bei der letzten Bundestagswahl geholt und von, das waren glaube ich wie viel? 30% haben nicht gewählt. Das heißt also, die größte Partei sind die ganzen Nichtwähler. Aber das ist das Schlimmste, was uns hier passieren kann, nicht zur Wahl zu gehen, weil die ganzen Nichtwähler sind ja dann mit dieser Politik einverstanden und können jetzt nicht rumdiskutieren oder rummeckern. Und die sonstigen, die kleinen Parteien, die eigentlich keine Chance haben, die Stimmen sind ja eigentlich auch weg. Alle Parteien, die unter 5% fallen, jetzt bin ich mal gespannt, wie Wagenknecht, ob die wirklich so gut abschneiden, wenn man da mal das Beispiel der Piratenpartei sieht, gar kein richtiges Konzept, kein richtiges Programm, sind ja auch wieder von der Bildfläche verschwunden. Ne? Wir werden sehen, die einzige Partei, die jetzt neu dabei ist, seit 2013, ist eigentlich die AfD und die hat ja als Protestpartei angefangen, habe ich ja auch mehrere Videos gemacht, schaut mal rein in meinen Kanal, AfD, denn Werdegang war ja eigentlich erstmal eine Protestpartei unter Bernd Lucke mit dem Euro, raus aus dem Euro. Wir wollen unsere starke D-Mark wieder haben. Und jetzt sieht man vielleicht, dass das Gartenhaus Europa zusammenbricht. Weil es fehlt, es sind ja drei Säulen, habe ich auch schon ein Video zu gemacht, sind ja drei Säulen und die letzte Säule ist nie umgesetzt worden. Weil Schröder, Fischer, wie die dran gekommen sind, 1999 direkt mit dem Krieg mit Jugoslawien begonnen, ohne Mandat, einfach da rein, kaputt gebombt. Damit ging das eigentlich los. Sind die Grünen zur Kriegspartei geworden, da ist Herr Fischer noch mit Eiern beworfen worden, war Riesentumulte hier in Deutschland und mit Scharping als Verteidigungsminister, katastrophal alles. Und Schröder hat ja auch erstmal den Lafontaine in die Wüste gestickt, weil der Oskar Lafontaine wollte nicht Hartz IV haben. Der war immer so ein bisschen arbeitermäßig und die ganze alte Riege, angefangen von Müntefering, Clement, dann haben wir hier, ja, Lafontaine war ja eigentlich schon ein guter, und mit Hartz IV hat man Deutschland eine ganze Stufe abgesenkt. Man hat hier einen Billiglohnsektor geschaffen, von diesem Billiglohn kann man eigentlich gar nicht mehr leben, den haben wir bis heute noch. Wir haben die Rente um 20% gesenkt. Man muss sich selber riestern, was die meisten gar nicht können, was völlig für sinnlos, zwecklos ist. Die Einzigen, die reich geworden sind, sind die Versicherungen und der Herr Riester selber. Und das lohnt sich ja gar nicht mehr.
Und seitdem, und die Merkel-Regierung, die 16 Jahre, die haben ja nicht Hartz IV wieder abgeschafft, weil ich eigentlich erhofft hätte, dass Merkel das hier, nee, was einmal eingeführt ist, wird nicht mehr zurückgenommen. Das ist, machen wir es mal ehrlich. Auch die CO2-Besteuerung, das wird es immer bleiben. Und die werden jetzt auf 60, oder sind jetzt mittlerweile auf 30 pro Megawatt-Tonnen oder Tonnen, ich weiß nicht, wie das umrechnen, aber alle, die hier CO2 ausstoßen, wegen dem Klima, das wird uns noch richtig teuer werden. Wir zahlen ja jetzt schon 40 Cent auf den Benzinpreis oder Dieselpreis an CO2-Steuer. Da machen wir uns ja mal ehrlich, ne? Und das wird nächstes Jahr 60 Cent oder 80 Cent sein. Und der Staat verdient ja pro Liter schon, was ist ja, sagen wir heute, kostet ja 1,60 oder sagen wir mal 1,70, verdient der Staat bald 1,20 € an Steuern pro Liter. Also wenn man tanken fährt, fährt man eigentlich zum Finanzamt und gibt da den größten Teil für Abgaben und Dreifachbesteuerung auf, das muss man sich mal wegtun, auf den Liter. Ja, sagen die, ja, ihr braucht doch keine Autos zu fahren. Dann muss man mal gucken, wenn hier keiner mehr mit dem Auto zur Arbeit fährt, dann steht sofort die Wirtschaft still, dann, das müsste man eigentlich mal machen, nicht mehr tanken fahren und sagen, nee, wir können nicht mehr. Fahren wir alle mit, holen wir uns alle das 49-Euro-Ticket und wollen alle mit dem 49-Euro-Ticket zur Arbeit fahren. Dann bricht er am nächsten Tag komplett zusammen, weil die Bundesbahn diese Masse gar nicht auffangen kann. Zur Arbeit gehen sollen wir. Wir sollen unsere Lohnsteuer bezahlen und unsere Abgaben. Stellt euch mal vor, die 14 Milliarden, die hier arbeiten gehen, würden jetzt auch sagen, nee, wir gehen nicht mehr arbeiten. Wir tragen das nicht mehr mit unseren Lohnsteuern. Das ist ja der höchste Posten neben den Mehrwertsteuern. Geht keiner mehr arbeiten. Wir finanzieren das oben nicht mehr mit, die ganzen Gehälter, was so ein Bundestag, 736 Abgeordnete, rechnet mal hoch, 736 mal, sagen wir mal, im Schnitt kriegen die 10.000. Die kriegen ja teilweise mehr, aber dann habt ihr pro Monat, was der ganze Bundestag, nur der Bundestag kostet. Dann haben wir noch die ganzen 14 Landräte, Senate, den Bundesrat und die ganzen Rattenschwänze, die hohen Beamten, das ganze. Und dann drehen die, wir wollen das entbürokratisieren. Da merke ich nichts von. Das wird alles hier digitalisiert. Das wird denn hier, dass der einzelne Bürger selber seine Anträge im Internet stellen kann. Aber dadurch werden ja die unteren Stellen weggeschaffen. Ne? Das ist ja alles unfassbar. Ne? Also wir werden es noch wundern, aber wie gesagt. Das geht alles hier in eine falsche Richtung, alles viel zu schnell. Wie gesagt, ich bin ja nicht gegen Wind und gegen Solar, nur das geht zu schnell. Und wir müssen auch parallel, wie das andere Länder ja auch machen, nehmen wir mal Polen, nehmen wir mal Frankreich als direkten Nachbarn, die steigen nicht komplett aus der Atomkraft aus. Das war für mich eigentlich der größte Fehler. Und der größte Fehler ist dann 2011 passiert, wie die Frau Merkel sagte, wir werden bis dann und dann komplett aus der Atomkraft aussteigen. Und dann quasi ohne Ersatz erstmal. Und dann hat man in Russland gefunden, da hat sich keiner beschwert bei Gabriel, ja, wir machen jetzt billig Gas, weil das hat unseren Wohlstand gesichert. Und jetzt wird unser Wohlstand um die Hälfte runtergehen. Und wenn denn die Baerbocks, die Scholz, die Özdemirs und die alle jetzt nach Südamerika und nach Afrika reisen, nach Nigeria und Brasilien und Chile und Panama, wo sie überall, Argentinien, wo sie überall Gelder hin. Bringen. Da sind die alle willkommen, weil die Gelder mitbringen. So, und da sagen die, ja, ihr müsst unsere Technik, könnt ihr übernehmen. Und dann gucken die ja, wie, aber eure Bürger haben ja, wir jammern ja auf einem hohen Niveau. Bei uns ist ja bei den meisten noch was abzuspecken. Aber das ist für die Bürgergeldempfänger oder für das Prekariat, wie ich das immer nannte, oder das abgehängte Prekariat. Da kann man nichts mehr wegnehmen. Die sind ja schon arm. Ja? Die sehen wir nur noch nicht, weil ja durch das Bürgergeld wird ja die Miete bezahlt und die sterben einsam in alten Möbeln, in verschimmelten Wohnungen, sterben die einsam und alleine. Nimmt mal Chorweiler, nimmt mal Berlin, Neukölln oder wo auch immer und können sich dann noch vielleicht noch mal raustrauen und müssen sich dann noch mit den neuen Fachkräften da rumschlagen. Fahrt mal nach Duisburg-Marxloh, aber ihr kennt ja eure Stadtteile, da geht ihr bei Tage schon nicht mehr durch, geschweige denn nachts. So, und das sieht man ja jetzt gar nicht. Und sollte denn jetzt hier so eine Partei auf die Idee kommen, oder jetzt hier Herr Lindner, der hat ja die gesamten Bereich auf Null gestellt. Das Sonnen, ne?
Komplett, es wird dann alles geprüft, debattiert und jetzt fangen die vielleicht an, dass, wie in Italien, ja, jetzt kommen die auf die Idee, wir streichen 2024 das Bürgergeld. Nur mal so in den Raum geworfen. Was meint ihr denn, was denn hier auf den Straßen dann innerhalb von 2, 3 Monaten los ist, wenn dann von dem Bürgergeld werden ja Mieten bezahlt? Na, das muss man, da kriegt ja viele, die hier wohnen, oder viele Autos, die rumfahren, die sind ja alle gar nicht bezahlt, die fahren ja alle auf Pump, aber das ist ja ein anderes Thema, weil Autofahren ist ja schon höchster Luxus, wenn man denn hier sieht, Versicherung, Steuern, Reparaturen, tanken und, dann ist das Autofahren schon höchster Luxus, können sich die wenigsten leisten, und wenn das hier mit dem Leasing-System nicht wäre, würden hier ganz alte Autos rumfahren. Das mit Sicherheit. Nur die Top-Reichen, die immer dazu verdienen, die immer reicher werden, die können sich dann die Elektroautos und die neuesten Autos dann vielleicht noch leisten oder die gut verdienen. Aber der Normalverdiener, sage ich mal hier, der unter 3.000 Euro brutto verdient, und das sind ja bald die meisten hier Verkäuferinnen, einfache Jobs hier in der Hotel, in der Gastronomie, im Einzelhandel, im Lager oder so, bei der Zeitarbeit, da hat man Mini-Einkommen. Wenn die Glück haben, kriegen die vielleicht den Mindestlohn. Ne, das sollten die bekommen. Und überhaupt, ne? Ja, okay, ich muss jetzt mal eben das Video hier beenden, abbrechen. Und ich mache mir noch ein zweites Video und komme dann nochmal mit dem Thema und schalte euch dann auch hier um, hier auf Klimakatastrophe, was der Habeck vorhat, und dann die Haushaltssperre. Da habe ich ja noch ein paar Zeitungsartikel und da mache ich gleich noch einen zweiten Teil. Ne? Okay, ne? Ciao. Dann bis zum nächsten Video. Schreibt in die Kommentare rein, was ihr meint, und ja, dann sage ich bis zum nächsten Video.